Heyo, meine Legionäre, und willkommen zu diesem kleinen, ja, Vlog möchte ich es mal nennen. Ich sitze wieder hier in meiner kleinen Ecke. Katzi guckt mich von da hinten ganz böse an, immer mal wieder. Wird auch nachher bestimmt mal vorbeikommen, wenn ich raschel. Und ja, die heutigen Themen sind im Endeffekt so ein bisschen erstmal Katze, wie es so ergangen ist die letzten Tage, letzte Woche so in den Dreh. Und das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, ist halt dann erstmal, wie es auf dem Kanal weitergeht. Und vielleicht habt ihr dann auch ein paar Tipps, zum Beispiel zu Spielen, die jetzt nicht unbedingt Diablo Immortal zum Beispiel sind, weil... Sorry, ich habe das Spiel angeguckt auf dem Handy. Ich fand's... Es war für 10 Minuten ganz witzig. Und dann dachte ich mir so, naja... Muss ich nicht spielen. Einfach so, ne. Gut, zum Thema Katze. Sie ist jetzt vor 3 Wochen am Montag, also heute vor 3 Wochen genau, ist sie operiert worden. In dem Falle kastriert. Ich habe auch gedacht, sie ist nur sterilisiert worden, aber nein, sie haben halt wirklich gleich ein bisschen was ausgefetzt. Und sie hatte ja so eine schöne Naht hier so und dann obendrauf noch so ein. Ich kann das jetzt schlecht zeigen. Wie mache ich das am besten? Egal, sie war halt so eine Y-Naht. Also so eine Naht, wo du dann halt hier zack und dann oben drauf noch eins hattest. Und dann in der Mitte ist so ein kleiner Faden, der jetzt noch rausguckt aus der Maus. Das ist ihre kleine Reißleine. Also ich nenne es immer kleine Reißleine, weil es ist so, wenn du dran ziehst, dann guckt die Katze dich ein bisschen doof an. Aber ich kann nur sagen, also nach der Operation, da habe ich die kleine Katze noch viel, viel mehr ans Herzen geschlossen. Es ist einfach, ich drücke es mal am besten aus. Es war so dieser Moment, wo du dir so dachtest: so, oh, sieht so traurig aus. Die läuft so langsam und kann nicht viel machen. Und dann schläfst du die ganze Zeit bei ihm auf dem Schoß und streichelst du die ganze Zeit. Ich habe auch noch ihren Body. Den kann ich dann mal zeigen, wenn ich das nicht vergesse. Und es war. Ja, für mich eine sehr aufregend und auch sehr angespannte Zeit, weil ich halt nicht wusste, nimmt sie das jetzt irgendwie schwer mit? Ist das für sie jetzt hier so ein Nein, Spaziergang? War es auf jeden Fall nicht, weil sobald ich sie angefasst habe am ersten Tag, hat sie halt gemacht. Ist verständlich, sie ist 2, 3 Tage lang ordentlich neben sich gewesen. Also sie hat halt wirklich neben sich gestanden, also die ist halt wirklich hier ein paar Mal gegen eine Wand gelaufen. Sieht die Wand, läuft drauf zu und macht dann dieses Dot, 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 Dot. Also so als nach dem Motto, so, ja, das ist eine Wand, aber wenn ich nochmal dagegen laufe, dann ist die Wand jetzt weg. War auch dann nach den 2, 3 Tagen war es dann okay. Nach einer Woche hat sie sich sozusagen, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber sie hat halt so einen Arm nicht mal hier drinnen gehabt in ihrem Body, sondern hat dann hier vorne so rausgeguckt. Und ja, es ist warm. Ich habe halt nur Muskelshorts unterm T-Shirt, weil ich eigentlich mit den Muskelshorts sonst hier sitzen würde. Aber tja. Jedenfalls hat sie sich dann ausgezogen. Ich habe versucht, sie wieder anzuziehen. Und der Body hat halt am Arsch halt so Druckknöpfe gehabt. Die waren auch schon so offen. Da habe ich dann versucht, sie wieder die Füßchen durchzufädeln. Und die Katze hält ja nicht still. Das heißt, ich habe sie erstmal selbst geräumt, oder sie hat sich sozusagen beim Bären beide Beine, beide Hinterhufe noch so in den Stoff eingewickelt. Das heißt, im Endeffekt hat sie dann so hier da gesessen und die Vorderhufe so komisch nach oben, weil sie ja dann sich selbst so weggedrückt hat. Sah voll drollig aus, aber ist halt auch nicht unbedingt nett, wenn die Katze dann hier so durch die Kante robbt, als ob sie ein bisschen behindert wäre. Fazit, ich habe noch nicht mal einer Woche ihr dann diesen Body ausgezogen. War halt ein bisschen schockiert, weil ich habe halt ihren Bauch gesehen, habe auch dann den Bauch halt sauber gemacht gehabt, weil sie ist ja im Endeffekt am Bauch rasiert gewesen. Und das habe ich nicht gewusst. Aber die Katzen haben, also meine Katze hat das zum Beispiel, sie hat ihre Haut. Hat das Muster ihres Fells am Bauch. Also die hat wirklich so ein weißes Bäuchlein
Und da sind überall kleine Pünktchen drauf verteilt. Und das fand ich so süß. Die hat dann halt sich so relativ freiwillig hingelegt, hat dann so nach dem Motto so bisschen hoch. Und habe ich mit meinem kleinen Lappen hier, also ich habe dann so einen feuchten Schwamm und einen Lappen genommen und habe dann die Katze halt dann leicht so am Bauch so ein bisschen sauber gemacht. Weil da war halt noch ein bisschen verkrustetes Blut und sowas. Und dann, ja, 2, 3 Tage später war sie wieder normal. Sie isst jetzt wieder mehr. Ich habe auch Trockenfutter zum Beispiel umgestellt. So auf solches, wo du so weiche Stückchen drin hast, ist halt eigentlich als Vollnahrung mitgedacht, aber es ist halt nebenbei. Und sie kriegt halt dafür jetzt immer noch, also wie vorher auch, einmal früh und einmal abends noch so einen kleinen Beutel mit, ich sag mal, solchen Stückchen, so mit Aspik. Hat sie vorher nicht gemocht. Mittlerweile mag sie es wieder und dann denkt man sich dann so, okay, wird einfach so hingenommen. Und ja, ich bin ganz zufrieden. Sie ist wieder nicht ganz so aufgedreht wie vorher. Ich weiß, dass die Katze sich nicht dauerhaft quält mit ihrem Notgeilsein. Einige sagen zu mir, ja, du hast ihren Haushalt, ihren Hormonhaushalt komplett zerstört und hast der Katze damit geschadet und eigentlich nicht, weil jeder der Katzenbesitzer, der sagt, wenn du eine Katze alleine hältst oder halt keine Kinder haben willst, dann lass die Kater und Katzen kastrieren, Schrägstrich sterilisieren, damit die halt dann nicht von ihrem Trieb dann halt immer so gequält werden, weil das ist ja im Endeffekt so, mir wurde so erklärt, die Katze will sich fortpflanzen, das heißt, die ist dauergeil und das ist für die Stress. So wurde mir das so in dem, ob das denn nun jetzt psychischer oder körperlicher Stress ist, weiß ich nicht. Aber wollte ich halt nicht eingehen, habe dann halt die 160 € bezahlt dafür. Ich habe immer noch den Spendenlink dafür, aber hat bis jetzt noch keiner gespendet. Also von daher ist es auch jetzt für mich egal. Vorbei, ich habe es jetzt bezahlt. Und dann habe ich jetzt letzte Woche noch neues Spielzeug bekommen. Hat meine Mom meiner Katze gekauft. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr raschle, denn die guckt schon. Das ist so ein Kissen hier. Das sieht man jetzt vielleicht nicht, ist eigentlich pink. Ist aber schon durchgeschlabbert. Und riecht wie sehr stark, also riecht sehr stark nach getrocknetem Heu. Also Heu allgemein. Ist aber kein Heu, sondern ist Baldrian mit drin. Und wenn man das dann so knetet, dann riecht das halt wirklich extrem und darauf geht die Katze sehr schön ab. Die hat an dem Tag, wo ich das letzte Woche, ich habe das am Mittwoch oder Donnerstag, habe ich das Kissen nach dem Einkauf mitgebracht. Ich habe es ausgepackt, auf den Boden geworfen und normalerweise schreit mich die Katze 5 Minuten an, so nach dem Motto so, hey, du bist wieder. Und er hat das Kissen gerochen und erstmal so hier gemacht. Kennt ihr vielleicht dieses Meme, aber die ist halt wirklich darauf steil gegangen. Und ja, fand ich toll. Sie spielt auch jetzt sehr häufig damit. Ich habe noch ein bisschen Katzenspielzeug dazu mitgekauft. Und auch noch so einen kleinen Ball aus Gummi, wo man Leckerlis reinmachen kann. Ich muss ja bloß mal andere Leckerlis zulegen, weil die Leckerlis, die jetzt da drin sind, sie hat sie rausgepult aus diesem Ball und hat dann einfach mit dem Ball gespielt, aber die Leckerlis einfach so, sie hat sich gefreut, hey cool, Leckerlis, weiterspielen. Meine Leckerlis jucken die einfach da nicht. Das ist sehr, sehr selten. Ja, ansonsten überlege ich halt, auf jeden Fall möchte ich einen Balkon sichern, damit es nicht so passiert, dass wenn ich dann früh mal aufstehe und halt jetzt im Sommer, wenn es dann wirklich so ist, dass es wirklich richtig warm ist, weil heute Nacht war es ja wieder okay. Aber ich möchte halt auch irgendwann dann Durchzug machen können, indem ich einfach Balkontür und Schlafzimmerfenster aufhabe. Und dafür brauche ich ein Katzengitter. Also so ein Katzennetz draußen. Und wenn ich das nicht habe, traue ich mich halt nicht aufzulassen, weil ich halt wirklich, ich habe dann Angst davor, dass ich aufwache und die Katze liegt unten zermatscht. Habe ich halt wirklich riesen Angst davor. Das ist mein Kind. Und
ich sag mal, jeder, der Elternteil ist, der weiß, wenn sein eigenes Kind stirbt, da ist erstmal dann voll Depri und voll Aggrophase. Also da ist dann, da wüsste ich nicht in dem Moment, was ich machen soll, außer erstmal eine Runde geistig Amok laufen. Das ist für mich dann halt auch nicht gut, weil ich habe mir die Katze halt zugelegt, um nicht mehr alleine in meinem Leben zu sein. Und dann diesen Rückschlag zu haben, definitiv nicht. Das möchte ich nicht riskieren. Deshalb ist zum Beispiel auch so, dass ich mir für die Fenster im Schlafzimmer und zum Beispiel fürs Balkonfenster jetzt hier lege ich mir eine Spiegelfolie zu, weil eine Katze guckt gerne aus dem Fenster. Und wenn du tagsüber halt dann so machst, dass sie aus dem Fenster gucken kann, oder halt so wie ich habe jetzt, wie heißt's, Unkraut fließt davor, klingt doof, ist aber einfach so, weil das Unkraut fließt, ist einfach wärmedämmend und blockiert zu 100% die Sonne. Also das ist halt, in meinem Schlafzimmer sind es, selbst wenn es draußen 30 Grad sind, die Sonne raufballern, habe ich 22 bis maximal 24 Grad. Die 24 Grad kommen daher, dass da drinnen die Katze sitzt, ich sitze und der Rechner läuft. Ansonsten wäre es halt kühl. Ja. Ja, aber ansonsten mit Katzi läuft alles supi. Und jetzt zum Kanal. Code Vein wird noch ein Stückchen laufen, weil es ist ja noch New Game Plus, was jetzt vor mir liegt. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Streams mit New Game Plus machen. Und mir wurde gesagt, zum Beispiel, dass es halt, ich habe jetzt das Perfect Ending und kann jetzt dementsprechend noch mal das Bad Ending machen. Weil Perfect Ending ist im Endeffekt, wenn Io sich opfert. Dann gibt es noch ein normales, gutes Ending. Weiß nicht, wie das aussieht, wenn man halt alle Seelen gerettet hat. Das wäre aber nicht das Perfect Ending. Das heißt, da opfert sich irgendjemand anders oder so, das weiß ich nicht. Und dann gibt es noch das Bad Ending. Und dazu muss man einfach alle Seelen von diesen ganzen Leuten, von diesen Bossen dann zurücklassen. Man stellt die nicht wieder her. Und das möchte ich halt natürlich nochmal dann ausprobieren und durchspielen dementsprechend. Und ja, so ungefähr wird das jetzt laufen. Und kanaltechnisch, wenn ihr irgendein Spiel habt, was ihr gerne sehen möchtet, bin ich dafür sehr gern zu haben. Das könnt ihr gerne vorschlagen. Wie gesagt, kein Diablo Immortal. Und also zur Auswahl wäre halt noch Stellaris. Das müsste ich dann aber halt dann entweder hochladen am Stück, also wirklich dann 4 Stunden oder so am Stück einfach mal hochladen. Vielleicht sogar als kleinen Zeitraffer zwischendrin immer. Und Elite Dangerous? Nee. Stellaris, genau. Cyberpunk wollte ich probieren. Wenn es funktioniert, Cyberpunk zu streamen, werde ich Cyberpunk streamen. Nachdem ich mit Code Vein fertig bin. Oder halt dann dementsprechend World of Tanks. Weil ich habe gemerkt, World of Tanks ist derzeit so mein Go-To-Spiel. Und das versuche ich halt wirklich durchzuziehen. Also wirklich dran zu bleiben, mal zu gucken, was kann ich so machen. Ich meine, ich spiele theoretisch Free-to-Play. Das heißt, ich gebe kein Geld aus für irgendwelches Gold oder ähnliches, sondern ich habe Geld ausgegeben für einmal Premium bis jetzt. Und mehr nicht. Ansonsten nehme ich immer bloß die Twitch-Drops und ähnliches mit. Und ja, das heißt, falls ihr da ein anderes Spiel habt, was ihr halt lieber sehen wollen würdet, dann seid ihr da gerne herzlich willkommen, mir das dann vorzuschlagen. Und nein, Conqueror's Blade wird es nicht wieder sein. Conqueror's Blade ist einfach aus meinem Gedächtnis, ja, nicht gelöscht. Es war eine schöne Zeit, aber ich werde nicht wieder zurückkehren. Das ist einfach, nee. Sorry. Ja, ansonsten, wenn ich halt jetzt ein bisschen, ich sehe wahrscheinlich wieder aus wie der lebende Tod, das ist halt auch nur da geschuldet, dass halt, ich sag mal, das Wetter ist so, Regensonne, 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 Regensonne und zusätzlich noch Heuschnupfen. Das ist, ich habe gestern Abend
Müll fortgebracht. Muss ich ganz kurz gucken. Wo habe ich meine. Und wenn ich nur kurz rausgehe, abgesehen davon, wenn ich mal dann im Auto sitze oder so, dann trage ich so eine Maske. Einfach so, dass die Nase zugedeckt ist, damit ich nicht diese Pollen einatmen muss. Weil das ist. Zurzeit wächst ja Gerste, also die Hauptaufweise von dem Getreide. Und das ist für mich der Horror. Also wortwörtlich Horror. Und um das zu verhindern, habe ich halt dann, wenn ich halt nachts mal rausgehe oder so, habe ich halt dann einfach Maske auf. Natürlich im Einkaufsladen nicht, weil da ist ja dann immer Luft gefiltert und ähnliches. Aber ich setze halt viel Wert darauf, dann nicht draußen durch die Kanne zu gehen, solche Glubschaugen zu haben und die ganze Zeit zu schniefen und zu rotzen wie so ein Blödmann. Das mag ich einfach nicht, weil das ist schon für mich doof. Und für die anderen ist das ja auch irgendwo eklig, wenn dann einer die ganze Zeit durch ein, ich sag mal, durchs Kaufland oder durch ein Globus oder sonst irgendwo durchläuft, der die ganze Zeit mal so. Nee, muss ich nicht haben. Also will ich nicht haben. Von daher, ja, klingt komisch. Ist auch so. Ha. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Informationen gefallen haben, lasst eine positive Wertung da. Und ja, wir sehen uns dann einfach im Laufe der Woche bei weiteren Videos. Und ja, bis dahin. Nicht vergessen zu abonnieren und zu kommentieren, zu liken. Glocke ist auch ganz wichtig, dass ihr halt dann jedes neue Video nicht verpasst. Und für den Fall, dass ihr an den Streams interessiert seid, am besten dem Discord joinen. Das Discord ist unten in der Videobeschreibung mit verlinkt, mit einem, müsste ein dauerhafter Link sein, dass ihr beitreten könnt. Und ja, das ist wirklich definitiv sehr wichtig, weil ihr sonst nicht immer, also Twitch hat es jetzt gehabt, das hat mir zum Beispiel Kekskümmel gesagt, nee, Kekskuchen, Faustkümmel, verdammt, jetzt habe ich den Namen verdreht, ja, Kekskuchen war es, genau. Und hat mir geschrieben so, yo, ich wusste gar nicht, dass du wieder streamst. Und ich denke mir so, ich habe nur zwischendurch meine Woche aufgehört. Ist mir gar nicht aufgefallen. Deshalb einfach auch dann Follow dort bei Twitch mit da lassen und am besten gucken. Ich habe ja immer diese @everyone-Markierung im Discord, wenn ich anfange zu streamen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.